Lauter Fullface-Helme vor uns. Heute dreht sich alles um das Thema Fullface-Helm. Wer auf der Suche nach so einem Helm ist, sollte sich dieses Video auf jeden Fall anschauen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Wer auf der Suche nach einem Fullface-Helm ist, also quasi Mountainbiken im Bergigen, der sollte theoretisch eigentlich schon immer einen Fullface aufsetzen, der ist hier genau richtig. Und eine Dame, die sich damit super auskennt, ist die Isa. Hallo Isa. Grüß dich. Hallo. Du hast uns hier eine massive Anzahl an Fullface-Helmen mal mitgebracht und wir stellen die heute mal vor. Also wer auf der Suche ist, wie gesagt, hier gibt es dann mal einen großen Überblick. Isa, wir fangen, glaube ich, da drüben an, haben wir gesagt, oder? Genau, also wir haben uns jetzt einfach nochmal als kleines Wort von mir auch dazu überlegt. Also Bikepacks schießen ja immer mehr aus dem Boden. Absolut. Und ich habe es auf meinen Touren die letzten Jahre als Guide auch mitgekriegt, dass die Nachfrage danach immer mehr steigt und die Leute auch selber sicherheitsbewusst werden und sagen, Fullface, welchen soll ich denn nehmen? Es gibt welche mit abnehmbarem Kindteil oder nicht und richtig Enduro oder leicht. Und wir haben hier so ein bisschen so einen Querschnitt von allem Aktuellen auf dem Markt hier dabei und da wollen wir uns jetzt einfach mal ein paar anschauen bzw. euch zeigen. Es ist ja auch nur nicht immer auf Bikepark, sondern ich würde auch sagen, wenn man wirklich mal im Bergigen unterwegs ist. Also Riva zum Beispiel war jetzt absolut auch so, empfehlenswert. Ist eigentlich schon ein klassisches Beispiel, weil sehr viele Steine rumliegen und wenn du da halt mal runterfällst, dann schützt dich halt der Halbschalenhelm nicht mehr so wirklich. Und gerade für Leute, die neu in dem Sport sind, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, würde ich sagen. Auf jeden Fall, weil man fühlt sich auch gleich ein bisschen sicherer. Definitiv. Mit diesem Kinnbügel. Es hat auch einen Vorteil bei, sage ich jetzt mal, Anfängern oder die noch nicht so erfahren sind, gerade im Bikepark, du bist gezwungen, deinen Kopf auch mehr mit rumzunehmen. Mhm. Du hast also gleich eine bisschen bessere Fahrttechnik auch. Aber wie du sagst, ganz klar, sind so Steine im Gelände. Ich habe es ja selber auch schon erlebt und gesehen, was da passiert und passieren kann. Und da ist einfach so ein Kinnbügel wirklich Gold wert. Und es gibt mittlerweile schöne, leichte, die, oder auch so Zwittermodelle eben mit dem Abnehmbaren, die also wirklich eine Überlegung wert sind für die Mountainbiker. Und man muss damit nicht nur Bikepark fahren, wie du sagst. In den meisten Bikeparks ist es ja sowieso, glaube ich, schon Pflicht, ja, in dem Schutzausrüstung. Also die meisten sagen schon Fullface-Pflicht. Also insofern, wer das mal machen möchte oder macht, der ist sowieso gezwungen, sich einen zuzulegen. Ich kenne es halt noch aus der Zeit damals, als ich angefangen habe, da hatte man fast schon Motocross-Helme auf. Mhm. Gab schon, die waren schon fürs Biken, aber sie wurden sehr stark inspiriert vom Motocross und dementsprechend schwer waren sie auch. Die Wie Zeiten du gerade schon vorbei. Gesagt hast, die Zeiten sind vorbei. Es ist alles wirklich ein bisschen spezifischer geworden. Es gibt Fullface-Helme für Enduro. Das heißt, die sind nicht mehr ganz in diesem Downhill-Bereich angesiedelt, sondern einfach ein bisschen leichter. Hat natürlich auch den Vorteil der Belüftung. Ne? Genau, die sind natürlich, also zum einen sind sie leichter und sie sind besser belüftet, aber dazu kommen wir dazu gleich. Kommen. Wir fangen mit dem POC an. Mit dem POC an. POC Otocon Race mit einem MIPS-System in Größe M, 770 Gramm, also ein wahres Leichtgewicht. Das ist super, schon wirklich, super belüftet. Der hat sogar ein Reko-System, das ist aus dem Skibereich eigentlich bekannt für die Ortung von Unfallopfern, da tun sich die Rettungskräfte leichter. Und jetzt muss ich kurz spicken, ein NFC Medical ID, das ist der, also für den Zugriff von wichtiger medizinischer Daten. Wenn unterwegs ein Unfall passiert, dann kann man das über das Handy, können die Rettungskräfte das auslesen. Ja. Das sind jetzt so Spielereien. Er ist super einzustellen, wie gesagt, er ist leicht, MIPS-System innen drin. Trägt sich angenehm, verschiedene Wangenpolster sind dabei, Helmbeutel zur Aufbewahrung. Also das ist so ein wirklich leichter. Kommen wir noch kurz zu MIPS selber. Also MIPS, falls ihr das da draußen noch nicht wisst, das ist eine Technik, die sich zwischen dem Polster und der Helmschale befindet und seitliche Rotationskräfte aufnehmen kann. Das heißt, wenn du jetzt du fällst hin, dann fällst du ja meistens nie gerade. Genau. Das wäre sehr seltsam, denn dann wärst du sehr langsam unterwegs und meistens fährst du ja. Das heißt, du hast so eine gewisse seitliche Kraft noch mit rein und das kann dieses System aufnehmen und kann quasi diese Energie ein bisschen absorbieren. Im Helm intern genau. Ein bisschen umlenken. Und das ist aber kein POC-eigenes Ding, sondern das ist zwar auch von Schweden, also POC ist eine schwedische Firma, aber das MIPS kommt auch aus Schweden, aber das kann sich jeder Helmhersteller kann sich das einbauen lassen. Es ist allerdings wahnsinnig teuer. Genau, ich wollte gerade sagen, das haben mehrere. auch Halbschalen liest man ganz oft MIPS. Genau. Das ist meistens so gelb innen, daran erkennt man schon. Also es ist ein relativ modernes oder aktuelles System, was in vielen Helmen verwendet wird. Mhm. Genau. Was
So, kommen wir zum zweiten Helm, der Met. Met. Apfelwein. Genau, Met. Nee, Honigwein, Entschuldigung, Apfelwein. Met der der Met-Fallschirm, Met-Parachute. Auch mit dem MIPS-System innen drin, wie der erste auch. Wir haben einen super Kinnverschluss, nämlich den Fitlock. Den kann man wirklich schön mit einer Hand magnetisch ist der zu verstellen. Also wirklich sehr feine Sache, wenn man das öfters auf und zu macht. Den Boa-Verschluss hier hinten und ein Zwitterhelm, 2-in-1. Ich kann nämlich das Kinnteil abnehmen. Eine halbe Umdrehung. Ob es auf dem Kopf geht, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, am Kopf macht man das, eigentlich nicht. Nee. Und ich habe 2-in-1. Eine Halbschale, mit der fahre ich, war das beim E-Mountainbiken, was weiß ich, Touren, Berg hoch, das Kinnteil passt in den Rucksack. Und dann geht es runter und ich baue mir den dran und habe einen zusätzlichen Schutz auch. Ja, das ist schon super. Also, es ist schon top belüftet dann natürlich, dann hast du alles frei. Also es ist eine stinknormale Halbschale dann und sieht eigentlich auch ganz annehmbar aus, wenn das Kinnteil abgebaut ist. Also top. Eine feine Geschichte. Wiegt auch 830 Gramm, also nicht viel mehr als... Ich glaube, es muss halt einfach ein bisschen mehr fester ausgearbeitet sein, alles vielleicht deswegen. Also das könnte ich mir so vorstellen. Ja, natürlich sind die jetzt nicht wie ein, der nicht abnehmbar ist, also wie ein richtiger Fullface-Helm, der ist natürlich klar, ist der stabiler, aber es ist besser wie nichts. Absolut. Ja? Absolut. Also es wird mit Sicherheit die ein oder anderen größeren Blessuren abhalten. Also insofern ist das vor allen Dingen für eben Mountainbiker, die viel Touren fahren oder gerne auch mal irgendwo runterfahren oder im Bikepark, ist das eine lohnende Überlegung. Wie der erste auch sind übrigens alle Helme, die wir hier haben, diese NTF, wie heißt die? Eine Norm. Norm, genau, danke. Da kennst du dich besser aus mit der ATSM-Norm. Das ATSM-Norm, genau. Und dann gibt es eben noch zigtausend verschiedene. Also Normen ist ein schwieriges Thema, weil jedes Land hat andere Normen, die man quasi für eine gewisse Sportart oder eine gewisse Kategorisierung braucht. Da gibt es eine kanadische, eine, was weiß ich, ozeanische. Eine deutsche, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt eine Norm, das ist die ATSM-Norm. Genau. Und das ist eigentlich die, die einen Downhill-Helm auszeichnet. Genau, das ist in Europa gültig und das ist, wenn ich halt in den Bikepark will, die wollen dieses Zertifikat, dass die Helme dafür zugelassen sind oder dass du sogar, glaube ich, ein Enduro-Rennen mitfahren könntest teilweise oder so. Bei Rennen das ist es meistens so. Bei Rennen ist es so und das können die alle, also sogar die mit dem Abnehmbaren. Und also insofern eine Überlegung wert, 2-in-1. Ist halt gut für den, der sagt, ab und zu mal Bikepark. Für die, die sagen, sehr häufig Bikepark, können gerne den kompletten nehmen. Die, die alles so abdecken wollen, ein paar Mal einfach im Jahr in Bikepark fahren, ist das natürlich ideal. Wunderbar, kommen wir zum dritten. Den finde ich sehr spannend, denn nicht nur, weil ich auch ein T-Shirt immer verliert. Nein, es ist einfach einer, mit dem ich mich sogar schon mal beschäftigt hatte, ob ich mir den selber zulege. Genau, das ist der Leard, MTB Enduro 4.0, also den gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Die haben ihr eigenes System in der Helmschale, hat eigens entwickelt. Ist aber auch wieder so ein Rotationssystem, also das haben wir bei mehreren Helmen hier, dass die eigene Systeme, weil das günstiger für den Hersteller ist, als wenn wir einen MIPS kaufen. Wahrscheinlich. Es sind aber alles so Rotationssysteme dann. Genau, hat aber auch den super Fitlock-Verschluss mit einer Hand zu bedienen. Hinten ist der Helm anpassbar, ist aber auch deswegen geschuldet natürlich, weil das eine, wie der Met, auch mit abnehmbarem Kinnteil ist. Der ist auch auf dem Kopf angeblich zu machen. Ich würde das eher nicht machen, weil, wie ihr seht, es ist schon manchmal ein bisschen hacklig. Und dann liegt das Ding nur am Boden und man kriegt da irgendwie einen Föhn. Also auch eine Halbschale, Dankeschön, auch eine Halbschale. Und ein abnehmbarer Kinnbügel für in Größe M 820 Gramm, also auch relativ leicht. Das Visier ist verstellbar und die haben ein ganz nettes Gimmick, das ich hier für die Sonnenbrille zum Reinschieben, so ein Halter. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, das fand ich wirklich sehr pfiffig. Trägt sich auch wunderbar, super belüftet. Das Hochschieben ist übrigens auch interessant, wenn du eine Goggle hast, also wenn du quasi so eine Skibrille hast, kannst du das Visier hochstellen, dann kannst du die dann da, einfach da oben parken, wenn du halt gerade nicht fährst, weil sonst hast du gar keine Sicht mehr. Genau. Und es klingelt. So, drei sind rum, der vierte. Was haben wir denn da?
Ja, wie heißt er jetzt? IXS? Ich habe immer IXS gesagt. Mhm. Und ich habe letztens ein Video eines anderen YouTubers gesehen, der zufälligerweise bei mir bekannt im IXS war. Und der hat den dort gefragt, wie denn die Marke auszusprechen sei. Und der hat wiederum gesagt X. Ist mir neu, ich kenne es unter IXS. IXS, wie auch immer wir sagen wollen. Ist voll wurscht. Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Der Trigger FF, MIPS auch. MIPS-System Inside, Verstellung hinten. Das ist der leichteste im. Mhm. Hat auch den Magnetverschluss, das war jetzt nicht der Fitlock. Wahrscheinlich kommt da von Fitlock, steht IXS, steht X drauf. Es ist der Fitlock. Der hat sage und schreibe 600 Gramm. Mhm. Das ist natürlich wirklich ein Nichts. Leicht, ja. Ein Nichts. Auch alle Normen ist Bikepack zugelassen und so weiter. Super belüftet, also den bin ich letztes Jahr auch gefahren in den Bikepark. Länger, also ich bin die jetzt alle gefahren, aber den bin ich länger gefahren und der ist wirklich, den merkst du eigentlich nicht auf dem Kopf. Also der ist super belüftet und ganz leicht. Das ist so ein richtig schöner. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, also wer da draußen farbenfroh unterwegs sein will. Es gibt sogar eine Limited Edition, die mit so einem Brillenhersteller zusammen gemacht wurde. Die ist wirklich nur Limited, aber die schaut richtig wild aus. Mhm. Also farbenfroh ist X bzw. IXS schon immer gewesen. Also von dem her, da findet ihr euch auf jeden Fall auch zu. Auch der Liat, weiß ich glaube ich auch, gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich glaube zwei Farben. Genau. Also bei dem jetzt noch, den Met gibt es auch in ganz vielen knalligen Farben und den Pock gibt es auf jeden Fall auch in ein paar Farben. Ja, also ihr braucht euch nicht daran aufhängen, das ist jetzt Video ausschauen, sondern es gibt da immer verschiedene. Diverse Farben. Und der geht auch los bei der Größe XS. Zum Beispiel für Jugendliche schon interessant. Das ist auch spannend, ja. Wunderbar. Genau. Kommen wir zu einem Vertreter, den ich auch sehr gut kenne, denn ich habe den auch daheim. Mhm. Der Gradoni. Ein Gradoni, ja. Interceptor 2.0. Ja. Genau, hat eine lange Geschichte gehabt früher, ist quasi der Nico Vujos, ist früher Downhill-Rennen gefahren, ist ein mehrfacher Weltmeister aus Frankreich gewesen, in den frühen Tagen des Downhill. Und da hatte er die 1.0 quasi auf dem Kopf von Gradoni damals. Das sind jetzt neue. Und gemacht. Der wurde jetzt neu aufgesetzt. Aufgesetzt, ja, genau. Ist auch relativ leicht, 760 Gramm in der Größe M. Die haben jetzt einen eher, sag ich mal, ungewöhnlichen Verschluss. So ungewöhnlich ist er eigentlich gar nicht. Also Motorradfahrer und Motocrossfahrer dürften ihn kennen. Ich weiß ehrlich gesagt, Doppel-D heißt der. Ich kenne den auch von früher. Also ein Downhill-Helm war der Standard, weil er halt einfach wahnsinnig brachial hält. Also festhält. Der hält wirklich. Man kriegt ihn auch gut, wirklich, wenn man es nicht kennt, blind quasi zu, weil es ist einfach, ist zum Führen. Genau, ansonsten, der hat auch alles, was man braucht, hat auch die sämtlichen Zulassungsnormen. Ja. Es sind diverse Helmpolster dabei. Was er nicht hat, ist eine Verstellung hinten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist so ein bisschen ein Manko, ja. Also da muss man das dann über die Wangenpolster machen. Ja. Aber er sitzt trotzdem auch sehr gut, muss ich sagen. Aber es ist halt nicht, also das solltet ihr übrigens bei allen Helmen machen. Bitte, wenn ihr so einen Helm kauft, geht vorher in den Laden, probiert sie an. Denn es gibt immer wieder, es kann immer vom Umfang her, kann der passen. Ihr habt jetzt 57er Kopf. Da muss jetzt ein 57er Helm passen. Theoretisch ja, aber praktisch nein. Es ist immer so, dass die Helme eine gewisse Form haben und auch innen drin eine komplett andere Form. Und es kann halt einfach sein, dass er an gewissen Stellen drückt. Deswegen immer vorher anprobieren. Und wenn ihr schon merkt, da ist irgendwo was und du kommst mit diesem Helm nicht zurecht, dann gleich wieder hinlegen. Das macht keinen Spaß. Wenn der gleich drückt beim Aufprobieren, das wird nicht weggehen, von wegen das Polster gibt nach und so. Nein. Und es ist auch nicht gesagt, dass wenn uns beiden jetzt der Gradoni passt, dass der euch auch passt. Genau. Dafür passt mir vielleicht ein anderer nicht. Also ich habe auch Helmhersteller, da weiß ich, die brauche ich nicht aussetzen, die fallen mir vom Kopf und andere, die passen halt gut. Das ist so wie der Schuh, ist der Kopf halt auch sehr individuell. Genau. Und da ist eben die richtige Beratung und das wichtige Passen, wie bei allen Helmen, das A und O. Genau, essentiell, ja. So. Genau. Ja, den Gradoni haben wir euch ja schon in anderen Videos vorgestellt, deswegen halten wir uns da jetzt ein bisschen kürzer. Und den haben wir auch im Onlineshop. Und den haben wir natürlich auch im Onlineshop. Also wenn du den Gradoni cool findest, gibt es auch in verschiedenen Farben. Mhm. Wohlgemerkt, in sehr vielen verschiedenen Farben. Schau bitte in die Videobeschreibung, dort ist er verlinkt. Und ist Preis-Leistung unschlagbar eigentlich? Eigentlich, ja. Kommen wir zu den Zweien, die ein bisschen... Der steht erstmal außen vor, also das ist ja jetzt noch... Aber geht schon in die Richtung. Der geht auch in die Richtung. Geht in die Richtung, ja.
Bluegrass Intox, Größe XS, also haben wir auch mal geschaut, dass wir möglichst einen kleinen kriegen für eben kleinere Köpfe, 1100 Gramm. Für einen kleinen Helm. Kaliber, ne? Ist ordentlich schwer. Ja. Ist auch leider nicht wirklich besonders gut belüftet. Nee, er erinnert stark an Downhill-Helme. Also es geht Downhill-Helme. In die Richtung Downhill, ja. Genau. Also der ist, sage ich jetzt mal so, zum Biken und zum Hoch- und Runterfahren irgendwo eher nichts. Der ist wirklich also rein, auch Doppel-D, also der ist wirklich rein schon Richtung Downhill und Bikepark und so. Ich sag mal jetzt auch Richtung Jugendlichen auf jeden Fall ist das ein super Helm. Als XS natürlich. Was heißt XS ungefähr, weißt du da? Ich glaube 52 sowas ist das, 52, 54 sowas. Es ist auch teilweise bei Problemköpfen, also ich kenne das selber aus dem familiären Umfeld, Problemkopf, da muss man manchmal auf Jugendhelme sogar umsteigen. Mhm. Wobei das jetzt kein Jugendhelm ist, aber der fängt aber eben halt bei kleinen an, geht aber auch bis XL, also ist natürlich auch was für den Erwachsenen. Ja. Aber den würde ich jetzt, geht auch ein bisschen schon in deine Richtung, also wirklich rein runterfahren und da nicht irgendwie hochstarten. Lift runter und so. Und die Birne abkühlen lassen. Ja. Ist aber auch, steht hier vorne auch drauf, diese ASTM-Zertifizierung. Genau, ja. Also ist auf jeden Fall zugelassen, ist ein super sicherer Helm. Außergewöhnliches Design. Das ist absolut, ja. Das ist aber Bluegrass meistens. Die haben so ihren Adler haben sie immer irgendwo ganz groß versteckt. Also das ist. Genau. Ja. Also. Gibt auch noch andere von der Marke, also so ist es nicht. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu deinem Liebling. Mein Schätzchen, genau. Ich fahre ja aktuell eher den Cratoni, aber wenn es halt richtig hart auf hart geht, was ich schon eigentlich länger nicht mehr getan habe, aber dann setze ich meine Riesenschale auf. 100% Aircraft 2, quasi der aktuelle Aircraft von 100% Carbon. Deswegen dementsprechend leicht. Was hast du vorhin gewogen? Ich glaube 1200. 1200, Platz, ne? Ja. 1200 ist schon eine Ansage. Ihr müsst bedenken, je leichter ihr dieses Ding auf dem Kopf habt, umso weniger habt ihr natürlich auch Fliehkräfte da oben. Also wenn es ruppig wird, dann ist es schon immer gut, wenn du einen möglichst leichten Helm hast. Für mich ist der leicht. Ich bin schon wesentlich schwerer gefahren, also von dem ist das für mich leicht. Aber er hat halt auch wieder alles, was man braucht, gerade im Downhill-Bereich. Wir haben Doppel-D. Verschluss. Wir haben ein eigenes MIPS-System quasi. Das ist dann dieses, wie heißt das, Smart Shock oder so. Das ist dann auch, schaut ähnlich aus wie MIPS, sind so kleine blaue Dinger drin. Auf den ersten Blick schaut er nicht wirklich gut belüftet aus, aber da kann man wirklich überall durchschauen. Und das ist eben das Wahnsinnige. Also wer den alten Aircraft kennt, den Aircraft 1, den habe ich auch gefahren, das war wirklich ein Hitzkopf. Das ist bei dem nicht mehr so. Eigentlich auch der teuerste Kandidat hier in dem ganzen. Wir sind bei 400 Euro hier, aber ist natürlich geschuldet Carbon plus Topmodell. Also es gibt diesen Helm auch etwas günstiger als Composite, also quasi nicht als Carbon. Und es gibt auch noch günstigere Helme von dieser Marke. Aber es ist halt für den Downhill-Bereich eigentlich ein Top-Adressat. Das ist quasi non plus ultra. Genau, das waren unsere, wie viel haben wir? 6 Kandidaten? 7? Genau. Querbeet von allem, was dabei. Was kann man zusammenfassend sagen, für wen ist was? Also ich würde sagen, ein Helm mit einem abnehmbaren Visier ist super für Leute, die sich nicht festlegen wollen, die sagen, sie sind nur ab und zu im Bikepark, also ab und zu auf krasseren Trails unterwegs, aber den größten Teil der Zeit sind sie eigentlich so auf Touren unterwegs. Da ist sowas ideal, weil du hast eine 2-in-1-Lösung, du gibst einmal Geld aus und musst nicht 10 verschiedene Sachen mitnehmen. Das heißt, du kannst direkt auch vom... Oder es ist für die Leute interessant, die einen krassen Trail in der Nähe haben und vielleicht so 15 Kilometer fahren, dass sie dann mit dem Rad absolvieren, ohne dem Kindbügel. Das Kindteil ist im Rucksack. Genau, und dann hochfahren und dann beim Runterfahren nimmst du dir sowas mit. Die anderen sind eher im Bereich Bikepark anzusiedeln, würde ich schon fast sagen. Und hier ist es natürlich ganz klar, wer es leicht haben will, ist hier beim Trigger super beraten. Also wie gesagt, leicht ist echt super. Es ist natürlich auch besser belüftet, aber es ist von der Sicherheit her natürlich dann auch wieder ein bisschen reduziert. Und da sind wir dann eher so, also es ist für jeden irgendwas dabei. Ne? Ja, es ist schwierig. Also das sind so wirklich die Pros, also die wirklich, gib Gas runter. Das ist, wie gesagt, der, wie du gesagt hast, für everybody's darling sozusagen. Genau. Also ich kann mit dem wunderbar Mountainbiken, gerade für E-Mountainbiker, super Geschichte. Und die drei sind eigentlich leichte Enduro-All-Mountain-Helme, aber auch für eben Leute, die öfters mal sich jetzt vornehmen, im Bikepark zu gehen und so. Da ist es auf jeden Fall eine lohnende Investition. Absolut. Genau, und das ist eigentlich unser, vorher schon gesagt, den haben wir. Der ist der beste Preis-Leistungssieger. Ja. Also der ist so um
um die 230 Euro. Die anderen sind eher so über die, um die 300 knapp drüber. Ja. Wichtig ist, kauf bitte einen namhaften Hersteller. Es muss jetzt nicht einer von denen sein, aber kauf bitte einen namhaften Hersteller, die Helme produzieren. Wir haben nämlich China-Helme schon mal bestellt. Für 28 Cent war da einer. Und das ist, also, dann das ist einfach, dann lieber ohne Helm fahren. Brauchst nee, du gar nee, keinen, ja. Nee, ohne Helm fahren nicht, nein. Das ist smart. Aber ganz ehrlich, investiert lieber in die Sicherheit, denn wenn da mal was kaputt ist am Kopf, das ist erstens wesentlich teurer und zweitens hat es manchmal sogar so schlimme Folgen, dass ihr dann irgendwelche Nachwehen habt, die ihr einfach nicht haben wollt. Ja, auf deswegen gar keinen lieber Fall. Einmal gescheit in die Sicherheit investieren. Ich glaube, das müsste jedem klar sein. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir ein Fahrrad für 4.000, 5.000 Euro zulegst, dann wird der Helm für 200 Euro oder 300 auch noch drin sein. Oder du nimmst dann eine Stufe weniger und holst dir dafür einen gescheiten Helm. Genau, oder holst dir, ich meine, es gibt ja auch schon für Halbschalenhelme, gehen ja auch schon los bei uns im Shop bei 100 Euro. 100 Euro und dann hast du auch einen gescheiten Helm. Helm. Kriegt ihr wirklich einen Top-Helm. Super Helm, und dann hast du für die nächsten Jahre, wenn du ihn nicht runterschmeißt und du nicht stürzt, bei jedem Sturz muss ein Helm natürlich ausgetauscht werden, das ist klar. Fallen lassen sollte man Helme auch nicht allzu oft. Natürlich allerdings, ich habe mir von Kratoni sagen, das ist jetzt ein Insiderwissen, ich habe mir von Kratoni sagen lassen, es hieß immer, wenn du Helme im Auto aufbewahrst, das solltest du auf keinen Fall machen. Heutige Materialien, zumindest bei Kratoni, die sagen, das geht. Okay. Es ist auf jeden Fall möglich, denn die heutigen Materialien sind nicht mehr so schlimm wie früher. Es ist auch teilweise hängt es am Kleber auch mit zusammen. Dass also quasi, wenn du das Innenmaterial mit dem Außenmaterial zusammen verklebst, dass sich der halt teilweise löst. Es kommt aber nur bei günstigen Helmen vor. Einen guten Helm kannst du theoretisch im Auto liegen lassen. Ich würde es aber trotzdem nicht machen. Nee, gerade nicht bei den Temperaturen, die wir momentan jetzt haben. Sowieso nicht. Ne? Ich meine, gut, wenn der mal ein, zwei Tage im Auto liegt, dann wird jetzt auch nichts passieren. Also halt zumindest aber nicht in der prallen Sonne. Also ja, und man kennt nicht Tage, wochenlang. Ohne Bäume, da lasst ihr in einem schwarzen Auto euren Helm auf der Armaturenbrett liegen. Das solltet ihr noch Möglichkeit natürlich haben. Nicht. Aber wenn er da mal ein paar Stunden liegen sollte, wird jetzt auch nicht gleich was passieren bei den heutigen Materialien. Man sollte es halt nur nicht Wochen und Monate lang betreiben. Und wie gesagt, am besten ist es, man braucht den, der beste Helm ist den, den man nie braucht. Das sind mir die allerliebsten Helme. Also in dem Sinne immer schön auf dem Rad oben bleiben und nicht stürzen. Das ist uns am allerliebsten. Genau. Wunderbar. Bleibt uns nichts anderes zu sagen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben. Wie gesagt, Links sind alle in der Videobeschreibung. Schaut da auch mal Links, rein. Preise, genau. Genau, da steht alles nochmal mit drinnen. Und wir schauen mal, was wir euch sonst noch so vorstellen können. Genau. Isa, vielen Dank nochmal. Ich danke dir und gute bis Fahrt. Bis dann. Dir auch. Ciao.